Also wir sind heute hier im Apollinaris-Stadion. Stadtcup 2014 ist heute der bunte Kreis und die Privatschule Carpe Diem haben diese wunderbare Veranstaltung zusammen organisiert. Wir sind sehr, sehr glücklich über den Verlauf. Viele tolle Menschen haben uns besucht. Viele Besucher, die die Ergebnisse der Projektwoche hier sich nochmal beobachtet haben. Eltern, die die Ergebnisse von den Schülern gesehen haben. Insgesamt wirklich eine sehr, sehr schöne, gelungene Veranstaltung. Das Wetter spielt mit. Also großartig. Ja, der Stadtcup 2014 ist im Grunde eine Fortsetzung des Stadtcups in der Tradition. Wir haben zur WM und zur EM schon vorher Stadtcup hier in Bad Neuenahr gehabt. Diesmal sind wir die Ausrichter mit dem bunten Kreis zusammen. Und wir haben Mannschaften, Firmenmannschaften, Hobbymannschaften eingeladen, hier diesen schönen Tag mit uns heute zu zelebrieren. Alles, was bei rumkommt, beim Catering und die Anmeldegebühr wird dem wohltätigen Zweck mit dem bunten Kreis hier auch gespendet und dient im Grunde einen großen Unterstützung des bunten Kreises. Ja, wir haben eigentlich schon seit fast 8 Jahren eine Kooperation mit der Carpe Diem und sind immer wieder auf den Sommerfesten zu finden. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, wollen wir mal was ganz Großes zusammen machen. Und da wir für so einen Stadtcup auch viele ehrenamtliche Helfer brauchen und der Carpe Diem es auch wichtig ist, soziales Engagement den Schülern nahezubringen, ist dadurch der Stadtcup hier in Bad Neuenahr entstanden. Heute am Sonntag ist es eigentlich der krönende Abschluss der Projektwoche. Hier werden die Ergebnisse nochmal präsentiert. Hier wird gezeigt, woran die Schüler 3,5 Tage, 4 Tage nonstop dran gearbeitet haben. Das erfüllt die Schüler ja auch mit Stolz, dass sie hier einen würdigen Rahmen haben, um ihre Ergebnisse präsentieren zu können. Und mit dem Verlauf der Projektwoche sind wir sehr, sehr zufrieden. Es war sehr lebendig. Es war nicht so wie gewohnt. Es war lauter sicherlich. Auch ein bisschen unruhiger, aber das war schön, das war toll, das war Leben in der Bude, wie man so schön sagt. Also ich finde es sehr schön hier, das Wetter spielt mit, dann haben wir viele verschiedene Stände, die die Schüler auch in der Projektwoche schon vorbereitet haben. Alles so ein bisschen auf die Fußball-WM ausgerichtet. Also ich finde den Gedanken, dass die kleineren Schüler und die größeren die Projektwoche zusammen gemacht haben, finde ich sehr gut. Denn kommen viele verschiedene Ideen zueinander. Und auch wenn die kleineren Probleme mit irgendwas haben, können die größeren eben halt sehr gut helfen oder auch noch anderweitig unterstützen. Ja, heute war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe hier am Fußballturnier teilgenommen. Ja, wir sind leider früh ausgeschieden, aber ja, war trotzdem cool. Die Spiele waren echt gut und ja, das Turnier war sehr fair. Die Spieler waren alle cool drauf und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fände das super, wenn die Carpe Diem öfter oder nochmal so ein Turnier organisieren würde, weil das die Schüler echt fröhlich macht und ja, das ist super cool. Also die Leute, die jetzt bisher hier waren, auch die Mannschaften, die sind eigentlich, glaube ich, positiv überrascht.
weil am Anfang, es haben sich ja viele angemeldet und ich denke mal, da hat es ja auch vorher schon einen guten Eindruck gemacht. Ja, finde ich eine klasse Veranstaltung, vor allen Dingen, weil es auch für einen sehr guten Zweck ist. Und dass sich so viele Mannschaften beteiligt haben, ist natürlich eine tolle Geschichte. Also es war für Jung und Alt alles dabei, so wie das eigentlich auch sein sollte, so dass man auch wirklich einen familienfreundlichen Tag hier erleben darf. Und von daher war das eine perfekt gelungene Party heute. Also ich denke, viele Leute fänden das sehr gut, wenn der Stadtcup nochmal gemacht wird. Ich glaube, die ganzen Kleineren haben da schon echt Spaß dran und auch die Leute, die von außerhalb kommen. Was die Ausrichtung des Stadtcups angeht, wollen wir uns ganz herzlich bei all unseren Sponsoren auch bedanken. Wir hatten wahnsinnig viel Unterstützung und das ist das, was das Ganze überhaupt ermöglicht hatte. Da war der Rewe war mit dabei, Efforts hat Fleisch gespendet. Wir haben von Schnabel frisches Obst für die Sportler gespendet bekommen. Die Firma Baum hat was dazu beigetragen und. Man könnte gar nicht alles aufzählen. Die Volksbank aber sicherlich nochmal zu erwähnen mit zwei nagelneuen Fahrrädern, die wir dann hier auch verlosen können in der Form. Also das war eine wahnsinnige Unterstützung und das bestätigt nochmal, dass unser Engagement hier richtig ist. Domain Hotel Novo Gang, Sieger Stadtcup 2014.